sidonische Werft voraus, Captain. Steuermann, klar zum Anlegemanöver. Wie Sie wünschen, Captain. Gehe auf Patrouillengeschwindigkeit. Was schleppen Sie uns denn da an? Wir haben einen Metallaner aufgebracht, Admiral. Einen prokionischen Metallaner. Prokionisch? Sind Sie ganz sicher? Sehen Sie sich die Gefangenen an. Die Besatzungen der Metallaner-Schiffe bestehen aus Elitetruppen der prokionischen Marine. Aber das würde ja bedeuten, dass die Zeremonie anlässlich der Vertragsunterzeichnung... Eine Falle ist. Ganz richtig. Irgendjemand muss sofort zur Königin ins Parlament. Ich gebe Ihnen das Kommando über die RLS Victory, das mächtigste Kriegsschiff, das wir haben. Und damit Sie von unseren eigenen Leuten ernst genommen werden, befördere ich Sie hiermit zum Commander, Mr. Hawkins. Danke, Admiral Hoyt. Sie können sich auf mich verlassen. Das tue ich. Ich habe verstanden, Admiral. Wir laufen auf der Stelle mit der Victory aus. Thank you.
aus. Das Parlament ist in der Umlaufbahn um Corona 5. Viel Glück, Commander. Danke, Sir. Alle Schiffe hören auf mein Kommando. Steuermann, Kurs auf Corona 5. Verschiedene Piratenschiffe nähern sich von allen Seiten. Es ist eine Falle. Sie haben gewusst, dass wir auf dieser Route kommen würden. Egal, wir müssen durchbrechen. Die Königin muss gewarnt werden. Sir, sehen Sie. Ich hab genug von deiner Einmischung, du kleiner Marinebengel. Ihr macht jetzt allesamt Bekanntschaft mit meinem Schwert. Silver! John Silver! Ich bin es, Jim! Jim Hawkins! Erkennen Sie mich nicht? Auf einen Marinelümmel mehr oder weniger kommt's mir und meiner Mannschaft nicht an. Ergib dich oder stirb. Deine Königin wirst du jedenfalls nicht mehr warnen. Warum tun Sie das? Piraten tun alles nur aus einem einzigen Grund: Gold. Und jetzt, Männer, Angriff! Und macht keine Gefangenen! Gehe auf Patrouillengeschwindigkeit! Ihr alter Freund ist wohl nicht besonders erfreut darüber, Sie zu sehen. Das habe ich auch bemerkt. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alle Mann auf Gefechtsstation! Feuert nach eigenem Ermessen! Aber überlasst mir Silvers Flaggschiff! Feuer! Sir, feindliche Kräfte gehen an Bord eines unserer Schiffe.